herzlich willkommen zur Delikates.ch Kochshow. Ja, ihr Lieben, heute möchte ich euch wieder eine neue Gourmet-Box vorstellen. Also, Lieben, wer kennt das nicht? Man ist im Urlaub, isst was Schönes in einem Restaurant oder man kauft sich irgendwo in irgendeinem Supermarkt was richtig Leckeres und weiß ganz genau, sobald man zu Hause ist, findet man dieses Produkt einfach nicht mehr. Damit ist jetzt Schluss. Es gibt Ciano.ch. Der Andreas Husi hat sich zum Ziel gesetzt, aus allen Herren Ländern Produkte einzukaufen und diese in einer Box zu verewigen und sprich jeden Monat den Leuten eine Box zu präsentieren, die erstens mal A überraschend ist und B auch wirklich Produkte enthält, die man eben im Urlaub sieht, trifft, die einen über den Weg laufen und wo man sagt, boah, das hat richtig lecker geschmeckt, wieso kann man das nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter kaufen. Ciano ist natürlich speziell erstmal nur für alle Schweizer erhältlich, aber diese Box ist wirklich hochinteressant, weil ich habe schon mal auf der Webseite hier rumgeschnökert und mich ein bisschen kundig gemacht und ich muss sagen, das ist eine der wenigen Boxen von der ganzen Anzahl, die es mal gegeben hat oder gibt, die mich wirklich vom Inhalt und vom Konzept überzeugt. Deswegen habe ich den Andreas Husi angefragt, ob er nicht mal so eine Box schicken kann, dass ich euch das zeigen kann. Und das machen wir heute. Die ist nämlich vor ein paar Tagen gekommen und jetzt würde ich sagen, packen wir das Ding einfach aus, ein Unboxing-Video. Also, jetzt drehen wir das Ding gerade mal. Als allererstes hat es natürlich einen Gutscheincode. Den werde ich natürlich mit in den Artikel packen. Da könnt ihr gerne benutzen diesen Code, wenn ihr möchtet. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann hat es eine Zeitung von Ciano. Das ist natürlich was ganz Cooles. Dort werden nicht nur Rezepte präsentiert, wie man diese Produkte, die es in der Box hat, verwendet, sondern eben auch diese Produkte erklärt. Weil teilweise hat es hier Produkte dabei, die kenne nicht einmal ich, weil sie A, entweder richtig neu sind und neu auf dem Markt kommen oder es Produkte sind, die man einfach noch nicht gesehen hat. So, das sind dann die Produkte, die kommen. Es hat natürlich einen Haufen da drin. Im Normalfall werden 5 bis 8 Produkte monatlich verschickt. Das heißt, das ist jetzt hier eine größere Auswahl, um euch auch mal ein bisschen die Brandweite zu zeigen, was diese Box alles kann. Und diese Box kann einen Haufen, das sage ich euch. Das ist eine richtig coole Box, die hat mich schon von Anfang an begeistert und deswegen wollte ich euch diese nicht vorenthalten, weil ich finde das richtig, richtig cool. Also, es hat hier ein Tomatenpüree. Ist nichts Spezielles, mal ein Tomatenpüree. Man denkt sich ja gut, das kriegt man in jedem Supermarkt zu kaufen, aber ich kann euch sagen, zwischen Tomatenpüree und Tomatenpüree gibt es qualitative Unterschiede, nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Qualität. Und ich denke mal, dieses Produkt hier ist ein Stück weit qualitativ hochwertiger als eines, was man im Supermarkt kaufen kann. Das wäre dann in so einer Tube erhältlich. Die kann man entweder, das Gute an so einem Tuben ist, man macht sie auf und man kann die portionsweise brauchen, wie man es braucht. Oder man benutzt sie ganz, je nachdem ihr das handhaben wollt. Legen wir das mal dahin. Dann hat es ein Magic Dust Trockenmarinade Barbecue Wrap. Also ich denke mal, das ist für Fleisch, dass man dieses Gewürz benutzen kann. Denke ich mal, ist hauptsächlich für den Sommer. Man kann aber auch im Winter gut Barbecue machen. Man braucht einfach den dementsprechenden Grill. Und es gibt natürlich so Grillverrückte, die machen das auch im Winter. Dann das nächste Produkt wäre eine vegetarische Paste. Und das wäre dann diese hier. Also, jetzt packe ich das mal alles hier hin, weil der Platz kann jetzt ziemlich knapp werden da. So, dann hat es hier Zitronencookies, Lime-Cookies. Auch was ganz Cooles, das kenne ich auch noch nicht. Das ist wahrscheinlich zum So-Essen oder man kann damit ein Apero machen. Man könnte diese zum Beispiel mit Lachs-Tatar oder Rinds-Tatar belegen und diese dann essen. Aber ich denke mal, es ist passend eher zum Fisch, weil es Zitronengeschmack hat.
Dann haben wir einen Himbeeressig, der ist natürlich ganz was Feines. Das ist was Edles, da sage ich mal, das ist ein Dressing, den kann man für Salat hauptsächlich nehmen. Und ich finde Himbeeressig immer was Feines, weil das mariniert den Salat wirklich ein bisschen spezieller als dieser, ich sag mal, der normale Essig, den man zu Hause hat. Ist auch eine gute Größe, wo man nicht nur einen Salat mitmachen kann, sondern auch ein paar mehr. Und das ist wirklich ein ganz cooler Essig, empfehle ich euch, sollte unbedingt mal probieren. Dann haben wir natürlich ein Bier. Kenne ich auch so nicht, auch was ganz Neues. Auch da schreibe ich dazu, was das genau ist. Das steht nämlich in der Zeitung. Auch das werde ich euch dann genau beschreiben, bevor ich da irgendwas erzähle. Auch was ganz Cooles. Dann haben wir hier wieder ein Gewürz für Kräuterbutter und Gemüse. Auch was ganz Edles. Auch schön verpackt. Ich denke mal, Kräuter ist immer so eine heikle Sache, wenn sie nicht richtig verpackt sind. Aber das ist schön luftdicht verpackt und kommt auch richtig schön daher. Deswegen auch sehr, sehr, sehr gut. Dann natürlich für alle, die was zu trinken haben wollen, ein spezielles Getränk. Indi heißt das. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Auch was ganz Leckeres. Ich denke mal, das ist was mit Orange. Ja, das ist mit Orange. Auch das werde ich probieren und sagen, wie es geschmeckt hat. Dann eine hausgemachte Paste aus Paprikaschoten. Auch da schreibe ich genau was zu, wenn es in der Zeitung steht, was das genau ist. Ich denke mal, das ist eine Gemüsepaste, die kann man für Brot verwenden. Wenn man ein kleines Apéro macht, da muss man halt nicht zu Hause groß rumkochen, sondern man kann das gerade hernehmen. Dann haben wir was ganz, ganz, ich sage mal, ist mit meinen Worten geiles. Sojapasta. Habe ich so noch nie gesehen und ist vegan und glutenfrei. Das heißt, für alle, die unter einer Glutenintoleranz leiden und sich vegan ernähren wollen, ist diese Pasta hier genau das Richtige. Und auch genau aus diesem Teigmann hier machen wir nach dieser Vorstellung von dieser Box ein Rezept. Dann haben wir zu guter Letzt, ich glaube, das ist alles. Schauen wir mal schnell. Ja, auch eine Paste. Ich bin jetzt schnell aus Oliven. Eine Olivenpaste, also perfekt für ein Apéro, wenn man mal machen möchte. Und da muss man das Zeug auch nicht irgendwo herholen, sondern man hat das direkt in der Box, kann das aufs Brot streichen und heidi ho. Dann kann man das wirklich schnell machen. Und so eine Olivenpaste, kann ich euch sagen, die Unterschiede qualitativ, die sind wirklich wie Tag und Nacht. Es gibt gute Oliven und es gibt schlechte Oliven. Und ich kann euch sagen, wenn eine Olivenpaste sehr, sehr bitter schmeckt, dann kann ich euch jetzt schon sagen, ist die Paste nicht sehr gut. Also ihr seht, es hat einen Haufen Zeug in dieser Box und für das, was man für diese Box zahlt, finde ich, ist das wirklich sehr, sehr wenig. Es hat spezielle Sachen dabei, es hat sogar was für Veganer und glutenfrei dabei. Also auch dort wird geschaut, dass die Leute zufrieden sind, weil es kommt ja immer mehr auf, dass Menschen an Intoleranzen leiden und deswegen finde ich das wirklich eine richtig coole Box und kann die euch nur empfehlen. Wie gesagt, direkt im Anschluss an diese Vorstellung von dieser Box geht es gleich im Rezept weiter und da könnt ihr mal schauen, wie einfach es ist, mit dieser Teigware eine richtig leckere Pasta herzustellen. Ich wünsche euch mit dem Rezept ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir gehen dann gerade über zum Kochen. Also Lieben, was braucht ihr dafür? Als allererstes natürlich unsere Fettuccine aus der Ciano Box. Dann Pfeffermühle. Dann habe ich hier frischen, selbstgemachten Basilikum. Dafür hat es im Fall schon ein Rezept auf dem Blog. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung und auf dem Blog. Dann ein paar frische Rispentomaten, also Rispen-Sherry-Tomaten. Dann frisch geriebenen Parmesan, Bienenkerne, etwas Salz für die Nudeln zum Kochen. Und hier habe ich frischen Basilikum und Petersilie, um das wir da nachher ein bisschen garnieren können. Also Lieben, ich würde sagen, legen wir los. Das Wasser ist am Kochen und das sollte es auch. Und jetzt machen wir unser Fettuccine da rein. So, tun wir einmal kurz umrühren. Bei solchen getrockneten Teigwaren müsst ihr immer aufpassen, weil die müssen erst ein bisschen ankochen, bevor ihr da rumrührt, weil sonst kann euch passieren, dass die Dinger brechen. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Salz mit dazu. Und jetzt lassen wir die ganze Geschichte hier 6
bis 8 Minuten kochen. Und wenn das dann fertig ist, dann melde ich mich wieder bei euch. In der Zeit, wo unsere Teigwaren am Kochen sind, würde ich euch noch was zum Besten sagen. Also, warum das hier in Alufolie eingewickelt hat, hat einen Grund. Nämlich, es ist lichtempfindlich. So. Wie man sehen kann, ist dieses Pesto schön grün. Und das hat deshalb der Grund, warum es grün ist, weil es vor Licht geschützt wurde. Das heißt, ich habe es in Aluminiumfolie gewickelt und im Kühlschrank gelagert. Die meisten Pestos, die man zu kaufen kriegt, sind das eben nicht. Und das ist genau der Unterschied, dass selbstgemachte Pesto erstens mal viel, viel grüner ist, man weiß, was drin ist und dass das sicher mal viel besser schmeckt, frisch zubereitet, als wenn man es fertig kauft. Also das ist mal ein Tipp zum Pesto. Wichtig dabei ist, dass wenn ihr Pesto selber frisch macht, dass ihr es vor Licht schützt im Kühlschrank. Das heißt, ihr macht so ein Alufolie um das Glas, um die Plastikschüssel, egal wo ihr das lagern tut, und schaut, dass da kein Licht drankommt. Weil das Problem ist, beim Kühlschrank, wenn man aufmacht, gibt es immer wieder Licht. Und das auf Dauer ist eben nicht gut. Das zerstört die schöne grüne Farbe und sieht natürlich auf dem Teller nachher unansehnlich aus. Und auch da werde ich euch was zeigen zu den Teigwaren. Auch da ist es wichtig, wenn man Pesto verwendet in einer Pasta, dass man die Pfanne, also wo wir sie nachher drin machen, nur leicht erwärmt, dass man praktisch die heiße Teigware nur drin schwenkt und nicht tot kocht, die Pesto, das alles an Farbe wieder verliert, weil man macht sich nicht die Arbeit, um dass man die grüne Farbe behält, dass man sie in der Pfanne zum Schluss doch verkocht. Also Lieben, jetzt gießen wir die Teigwaren ab und dann geht's in die Endphase. So, jetzt haben wir die Teigwaren abgegossen und jetzt, sag ich mal, vierteln wir uns noch ein paar Cherry-Tomaten. Auch da seid ihr frei. Ihr könnt zum Beispiel getrocknete Tomaten nehmen. Ihr könnt konfierte Tomaten nehmen. Auch dazu gibt es bereits ein Rezept auf dem Blog. Auch das werde ich euch verlinken. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, und jetzt würde ich sagen, richten wir an. So. Jetzt sind wir praktisch fertig und jetzt zeige ich euch, wie wir das alles schön zusammentun. Also als allererstes gebt ihr die Pesto in die Pfanne und ich stelle die jetzt mal an. Und zwar so niedrig wie möglich, also so ab so zwischen 2 und 3, das sind so circa 60 Grad, das reicht. Jetzt kommt die Pesto dazu. Also jetzt haben wir die Pesto da drin, jetzt geben wir ein paar frische Tomätli mit dazu. Wie gesagt, kleinste Stufe, dann ein bisschen Salz, dann die Pinienkerne, alles mit dazu, bevor ihr die Teigwaren mit dazu gebt, weil die müssen wirklich nur kurz durchgeschwenkt werden. Dann habe ich vergessen vorher zu sagen, ein bisschen Nudelwasser auf die Seite tun, auch das braucht es ein bisschen. Und jetzt lassen wir das wirklich nur kurz erwärmen. Sobald das erwärmt ist, das seht ihr dann, wenn das anfängt zu köcheln, geben wir die Nudeln mit da rein, schwenken das durch, geben Käse dazu, ein bisschen frischen Pfeffer und dann können wir das anrichten. Ihr seht, durch das Nudelwasser entsteht hier so eine leichte Emulsion. Und ihr riecht das dann auch schon, wenn das leicht warm ist. Ja, das kommt fast gut. So, jetzt kommen die Teigwaren mit dazu. Mal einmal durch. Gehen mit dem Löffel nochmal schön durch. Dann kommt frischer Parmesan. Etwas Pfeffer. Und jetzt richten wir an. Jetzt richten wir das an. Also Lieben, ihr habt gesehen, wie schnell man frische, einfache, leckere Fettuccine machen kann. Und da braucht es gar nicht viel Zutaten dazu, aber ist richtig lecker. Und vor allem diese Teigwaren sind aus
Soja produziert und sind glutenfrei, somit auch für Veganer geeignet und für solche Menschen, die unter einer Glutenintoleranz leiden. Also, ich hoffe, euch hat dieses Video zur Cyanobox gefallen. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen von diesem Rezept und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr euch so eine Cyanobox bestellt habt, was ihr von dieser Box haltet. Und ich würde sagen, bis ins nächste Rezept. Alles Liebe, euer Marcel Prinz. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke jetzt hier unten und schau dir eines unserer anderen Videos an oder klicke da oben den Abonnieren-Button. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß auf meinem Kochkanal. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Marcel Prinz.